So, und Folge gewechselt. Du sprichst gerade mit ihm, ne? Was du? Achso. Eva möchte mit mir reden. Ich rede mal mit ihm. This is no time for idle chit-chat. Du musst mit ihm reden. Every day, we learn more of the ills of the death fog that I carried for Lucian. And now we learn it also birthed something awful. Something that plagues every corner of the world. Na, du hast es nicht gewusst. Die Konsequenzen sind einzig und allein die Schuld von Lucian. Ifan's eyes blaze with rage, and his fists are clenched so tightly the knuckles are white. As he howls his anger free, you hear the echoing howl of his trusty sword. Together they roar in tandem, grief, loss, and rage. When Ifan is howled hoarse, you feel his anger slink away like a whipped cur. Yet his soul wolf remains. Cool, hat einen neuen Zauber gelernt. Redemption's not won by sitting still. Kann er, hat er jetzt einen Zauber mehr? Nee, den kann er doch schon, aber das kostet halt Quellmagie. Ja, und der verliert auch an Runden. Naja, Stufe 13 hat gut Lebenskraft, auch physische Rüstung und Stärke 20. Der haut bestimmt gut zu mit Schaden 95 bis 100. 95 bis 100 Piercing Damage, das ist schon mal nicht schlecht. Und er kann halt hier provozieren. Kostet einen Quellenpunkt. Aber wir haben echt nur einen Quellenpunkt mehr, das, was, worauf ich die ganze Zeit gehofft habe, das haben wir noch nicht. Tja. Das ist ja natürlich Frage. Was soll ich mal noch vorlesen? Der Advokat bat uns, Truppen des Schwarzen Rings zu beseitigen, die sich in einem nahegelegenen Baum der Ahnen versammelt haben. Der Baum scheint eine besondere Bedeutung für ihn zu haben. Daher wird es sich bestimmt für uns lohnen, wenn wir ihm helfen. Der Advokat hat angeboten, unsere Beherrschung der Quellenmagie-Kräfte zu vertiefen, indem er irgendeine gequälte Seele in eine weit entfernte Kerker eingesperrt ist, die Quellenenergie entzieht. Punkt. Nichtsdestotrotz haben wir es akzeptiert. Der Advokat schien etwas darüber zu wissen, wer sich wirklich hinter der Länderwachten verbirgt, aber er weigert sich auch nur irgendeinen Namen auszusprechen. Mächtiges Erwachen. Genau. Higbar hat das übrigens angedeutet, dass hier irgendwas ist, das uns helfen kann, und das haben wir auch gefunden. Wir haben noch mehr Quellenpotenzial in uns erschlossen. Wir sollten das Ritual der Gotterweckten erneut abschließen, um mit unserer Mission fortzufahren. So, Kapitel 4. Das Meistern der Quelle. Dank einem als der Advokat bekannte dämonische Wesen beherrsche ich meine Quellenkräfte auf ungeahntem Niveau. Schon bald werde ich mein Schicksal erfüllen und die Welt unterjochen. Ui, was hat der für eine krasse Rüstung? Die kostet 9000. Aber die ist auch mega krank. 307 Rüstung. Alter, die will ich haben. Das ist immer eine gute Idee zu speichern. Frag mich, ob ich ein bisschen ausrauben. Ja, das ist zu viel wert. Junk.
Melody steht tatsächlich außerhalb. Ja, einer müsste den ablenken. Den Advokat. Hey, ich habe 559 Gold gefunden. Nett. Einfach mal so. Den Advokat ablenken. Ja. You have returned, hab ihn. But not with the specter of death. What would you know before you return to your bloody business? Ich habe gerade 3800 Gold geklaut. Aber das reicht immer noch nicht. Aber immerhin, wir haben das Geld. Wir sind gut an Geld gekommen. Was meinst du, willst du den Advokat auch nochmal ausrauben? Moment, kann ich jetzt nicht von... Ja genau, ich probier's mal aus. Wenn du nicht schon mal dabei bist. So, da steht er... Ja, ah doch, geht doch tatsächlich. Ist ja die Folge. Huch, irgendwas hat mich gerade gesehen. Der Hund? Ja, der Hund. Ich hab den ersten Hund auf jeden Fall jetzt geblockt. Ich hab Gold gesehen. Ich hab jetzt nochmal 3000 davon. Jetzt hast du schon 6000. Warte mal, kann ich jetzt mit Ifan das Ding kaufen? Das sind 9400. Wenn ich jetzt meine Handelsrüstung anlege, oder meine Handelsausrüstung eher gesagt. Nice, nice. Ja, was zum... Ich wurde bestohlen, er weiß das. Er wurde... Ja, er hat es gemerkt, dass er bestohlen wurde. Gehen wir mal lieber woanders hin. Warte! Wenn ich stehe, stelle ihn nur woanders hin, damit er mich nicht sieht. Sofort stehen bleiben. Ein Dieb hat mich mit meinen Sachen davon gemacht. Ich muss eure Habseligkeiten durchsuchen. Er durchsucht das Zeug! Mach auf jeden Fall weg. Ja, ich bin weg. Ich hab ja nichts, ja, ne? Kannst dich durchsuchen lassen. Theoretisch sollte er das nicht finden. Hier, guck mal. Dann schaue ich mir das mal an. Dauert nur einen Moment. Tja, soweit ich sehen kann, seid ihr sauber. Ihr könnt gehen, aber haltet euch von Ärger fern. Ihr seht mir so aus wie jemand, der so etwas anzieht. Er rennt jetzt zu... Nein! Geil, er geht die Charaktere durch. Ja, viel Spaß. Hat er denn 15 Gedächtnis? Oh shit. Tja. Okay, also neu laden. Massenleichenexplosion. Oh. Okay, das hätten wir wahrscheinlich doch nicht gewonnen. Eieiei. Bestohlen, schlechte Idee. Ja, muss man echt vorsichtig mit sein. Kaufen konntest du nicht, ne? Was? Kaufen konntest du das nicht, ne? Doch mal, der Anfang ist immer weg. Affen konntest du nicht, ne? Finden ist es nicht, ne? Versteh's nicht. Kaufen konntest du das nicht, ne? Was kaufen? Das kaufen. Nee, ich wollte erstmal die andere Ausrüstung anlegen, um dann mit mehr Punkten vielleicht weniger bezahlen zu müssen. Na gut. Das ist halt so eine mega coole Sache, ey. Emrach. Weil ich war gerade in der Rüstung mit 78. Die hat 300 Sie. Hm. Oh. Wie krank. I relish the scenery and the lack of company. As you reach down, ja, dann suchen wir mal den Baum, ne? Sharp, jagged spikes. Ach, da ist er schon. Die Hunde haben eine Spezialfähigkeit. Die können ihre Körper in Spikes verwandeln. You're here to work. Nett. So, was haben wir dabei? Das ist ein schöner Brustpanzer auf jeden Fall. Tja. Aber sonst hat er nichts dabei, ne? Ich verkaufe mal den ganzen Zeug, das da gerade auf dem Tisch stand, an ihm. Warte mal, kann er das identifizieren? Ne.
Der Tourette. Gut, dann gucken wir mal. The hulking warrior's eyes dart about in panic, but his voice is loud and strong. Bin im Dialog. It does not quite match the movement of his lips. Hallo, ich bin im Dialog. Geht doch. You. You have been summoned. Go do your duty now. Der ein Stück weit die Treppe hoch hat ein lustiges Gespräch. The tree is surrounded and the advocate has us. Ach, mal weiter gucken. Your attention is appreciated, sir, but misplaced. You kill the bastard, wear his skin, dance with him. Was zum Henker? The elf's face, twisted in a grotesque rage, slowly calms. I beg your pardon. You need to speak to the advocate, the lizard by the table. Hattest du recht? Vielleicht doch. Jo. Oh, da oben ist schon der Baum, da müssen wir mal vorsichtig sein. Ah, da stehen sie. Was hast du gerade gesagt? Ich habe nur verstanden. Die zaubern, also wir müssen vorsichtig mit denen sein. Ja, die sind gut. Da. Ihr Maiden. Aim Weaver. Ich gehe mal davon aus, dass es vier Leute sind. Wahrscheinlich. Auf der anderen Seite Frauen, auf der anderen Seite, den wir nicht sehen. Ja, wie wollen wir den Kampf eröffnen? Also erstmal hier speichern, wa? Das ist eine gute Idee, immer zu speichern. Nicht so weit laufen. Wenn wir denn wieder in den Laden müssen. Also, sofern ich dran bin. Können natürlich auch direkt so machen. Dass wir jetzt einfach reinrennen. Ja. Gut, ich bin drin. Jetzt laufen die auch noch aus. I know you for what you are. A mere mouthpiece of deception. It is of no use. The advocate knows the tree belongs to the ring. Ich bin niemand in der Sprachhaus und ich suche auch keinen Streit. Oh, I can measure the vile depths of your prevarications by the very pulse of this bleeding forest. Ja. You lie. You lie. You lie. Steady heart, you lie. Hör mal genauer hin. Verbündet. 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 Der Herzschlag sagt, wir sind verbündet. Fuck. Bah! Most vulgar, most repellent deception. That seeks to bend the will with feeble force. Ich glaube, überreden versuche ich eigentlich nie wieder. Blub. Blub gemacht. Warum rennt mein Charakter weg? Blub. 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 Wegen der Formation. Kampf. Stimmt, hast auch recht. Blub. Kampf, blub, Kampf, blub, Kampf. Oh, dann machen wir den Klotz. Oh yeah. So, 189, 189. Oh shit. 1300. Untoter Schwarzer Ringzerstörer. Klingt böse. Mhm. Das ist die Kampfsau von denen. Das Viech ist Hardcore. Alter, ich glaube, wir haben echt nicht so gute Karten gerade. Schon zu verlieren.
Also wenn du es kannst, kannst. Also wenn du das hinkriegst, teleportier mal welche von denen zu uns. Mit allen auf einen drauf kloppen können. Einer ist umgestoßen. Das ist auch nicht schlecht. Oh shit. Wow. Eigene Medizin. Scheiße. Eieiei. Oh, der hat's auch. Den Bone Smasher smashen? Ich glaube schon, ne? Oh, der war jetzt ja dran. Natürlich auch versuchen, einen kurzen Prozess mit Knochenknacker. Der da oben machen. Untoter Zerstörter des Zerstörer des Schwarzen Ringes. Sibylle ist dran. Ist die Frage, was zuerst platt machen? Ja, keine Ahnung. Also ich werde versuchen, die mega angeschlagene da oben platt zu machen. Und wir müssen aber irgendwo auch den Bone Smasher hier loswerden, glaube ich. Er hat auch nicht so viel magische Rüstung wie normale. Wenn ich Ivan dran ist, dann setze den Wolf mal ein. Gar nicht so verkehrt. Hoffentlich kann er dann den Smasher hier provozieren. Teleportieren kann ich nicht, weil die zu weit weg sind. Das ist vielleicht auch nicht so schlimm. Hier erstmal hierher kommen. Beziehungsweise die Inkarnation angreifen. Die StarCraft-Insel. So geht's natürlich auch. Gespannt. Wir können uns übrigens sowieso nicht Triumvirat oder Quatumvirat nennen. Weißt du warum? Nee. Weil Sibylle eine Frau ist. Und das Wir bezieht sich anscheinend auf Mann. Ja, es ist. Hier machen wir erstmal den Wolf. Dann machen wir den Kram. Der hat doch 10 Runden, das ist echt nicht schlecht. Dann heult er mal ein bisschen. Gereizt. Und dann. Naja, wir wollen ja gerne die so schnell tot haben, wie nur geht. Oh Gott, das kommt da dicker, ne? Scheiße. Katze verkrüppelt. Aber ein Schlag auf die Katze ist eine vergeudete Schlag. Wir sind tot. Da können wir eigentlich schon auf normal stellen, ne? Auf normal. Hierdurch war immer ein bisschen weniger. Oh, wir haben dafür mehr Leben. Ist ja cool, die kriegen weniger und wir kriegen mehr. Ist ja noch viel stärker.
stärker aus. Rein, Magier. Die hat er nicht tot gekriegt. Wäre das noch auf meiner Schwierigkeitsgrade gewesen. Echt jetzt? Krass. Nee. Hat er nicht geschafft. Blau. Okidoki, Hier ist tot. Geht noch. Machen wir denn jetzt am besten noch mal den tot? Ich glaube schon. Rot droht zu sterben. Das ist nicht gut. Da ist noch einer, die macht jetzt auch so ein Viech. Ne, Moskitoschwarm. Eine Katze, ey. Das ist ein Nekrofeuer, scheiße. Er leidet hoffentlich nicht daran. Und er ist erkrankt. Ja, sehe ich auch. Das war ein Fehler. Dumme Wolf. Soll ich den Bone Smasher kaputt machen? Der bei mir steht? Ja. Wenn du es kannst. Obwohl der ist. Der da dran. Ist heute ewig. Da bist du auch schon. Mich sogar noch Marder beliefern. Dann greife ich lieber den an, der gleich dran ist. Den könnte ich auch als nächstes richtig ein bisschen Schaden zufügen. Sehr gut, der ist weg. Und dann. Bam. Schöner Crit. Na, dann nochmal was. Ja. Oh, fail. Der vor dir ist aber irgendwie tot. Ich fürchte, das wird auf Dauer rot umbringen. Wenn ich das jetzt da so mache. Also noch 8 Lebenspunkte. Ja, er steht nur eine Bande der Pein. Ja, und weil er Verfaulen und Regeneration hat, stirbt er, glaube ich. Ja. Wenn er nicht tot ist, dann versuche ich ihn gleich mal mit. Warte mal. Ist der Bone Smasher ja doch vorher dran? Fuck.
aber nicht umgekehrt. Schade. Fane ist voll dran, er könnte dich unsterblich machen. Meinst du rot? Mhm. Wäre cool. Irgendwer ist noch vorher dran. Da ganz hinten. Ha. Er ist tot. Danke. Dann kann nämlich der Große raufhauen und Rot werden kurz sterben, aber wird er dann wiederbelebt oder verliert vielleicht sogar den Effekt. Du kannst nicht unter die null Lebenspunkte kommen. Na, ich guck mal. Dann fürchte ich, dass wir trotzdem eine Lebensschriftrolle verlieren an ihm. Das löst den Effekt, glaube ich, nicht auf. Ja, super, ey. Nur weil ich das Rote nicht sehen konnte. War es halt so. Böse. Oh, so, ich bin ja meilenweit weg hier. Gott, hat er richtig Schaden gemacht. Jetzt kann ich sehen. Die Inkarnation ist ja noch voll mit dabei, ey. Na super, elektrisches Blut.
den Nekrofeuer ab. Das wird er nicht mehr los. Mist, das geht nicht. Schade. Da steht eine eiserne Jungfrau. Okay. Ja. Der Pein ist übrigens ist tatsächlich weggegangen, nachdem der drauf geschlagen hat. Rot hat kurz Schaden gekriegt, dann hat dein Tod widerstehend eingegriffen. Mhm. Okay, dann wärst du zu einem ein Schritt, ne? Ein verdammter Schritt. Gegritter Huhn. Batsch! Jetzt kriegt er so ein bisschen Angst. Vor allem, der Champion hat 1305 Leben und die Rüstung ist auch 1100. Hm. Das braucht ein bisschen, bis er denn los ist. Und guck mal. Jetzt ist er gleich tot. Obwohl die Rüstung. Na, die fängt's ab. Und dann noch einen Schlag. Ah ne, ich hab bis gelaufen, ne? Ja. Ja, kostet. Der Inkarnation fehlt tatsächlich irgendwie so ein Punkt. Der hat in vielen Fällen immer 5 Punkte gebraucht. Hühnchen wurde gegen Fane ausgetauscht. Wo ist denn das Hühnchen? Ach, da hinten. Ja. Irgendwie hab ich aber hatte Angst, dass... Oh, schade. Nee, sie hatte auch Angst, dass ich sie in dein Hühnchen verwandle. Ach, das ist auch noch elektrifiziert hier. Manchmal ist das besser, seine Punkte aufsparen, bis ihr elektrifiziertes Wasser hier weg ist. Wie kriegt man das Elektrowasser weg? Verdampfen vielleicht? Ah, hey, dann habe ich ja Feuer. Wobei, ne, dann hätte ich Dampf, aber dann hätte ich Elektrodampf. Oh shit. Stimmt, ich kann ja nur einen haben, oh Mann. Keine Rücksicht auf das Pad, einfach draufballern, wenn es geht. Jo. Was? Der rote Ach, der ist verstärkt. Schade, ist kein Nekrofeuer mehr. Ich finde das gut, ich stehe immer drin.
Oi, das gibt's nicht. Dann ist Ivan dran. Bam. Machen. Okay, der Gegner ist tot. Auf jeden Fall. 500 Schaden durch ein Schild und der Schaden durch den Tentakel. Das überlebt er nicht. Machen wir den zuerst. Sehr okay. Schön. Tot. Der andere überlebt auch nicht mehr. Also ein Schlag von dem Großen und dann ist er weg. Ja, was macht er? Durch Feuer laufen. Achso, ich hab falsch geklickt. Dann kann ich da auch nochmal klicken. Punkte aufbewahren. Ja, oder so. Machen wir mal so. Da ist noch das Hühnchen da und das wird dann gleich wieder. Oder? Ist nur noch der, ne? Ja, der kann auch weglaufen, glaube ich. Es dauert noch, bis er wieder zum Zerstörer wird. Genau, lauf du mal mit der Inkarnation rechts rum oder so und wir laufen links rum. Naja, die Inkarnation ist schon schnell. Der schafft es nämlich genau davor stehen zu bleiben. Das ist doch gut. Das wird einen schönen Schreck für ihn. Wenn du die jetzt noch explodieren lassen könntest. Was? Der ist schon so gestorben. Okay, danke fürs Zusehen.